Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ja, letzte Folge haben wir nicht allzu viel Neues hier erfahren. Wir haben ja mehr oder weniger nur die, ja, unsere Tischmissionen gemacht und neue verteilt. Und sind dann einmal hier durch den Berg, durch eine Höhle durch. Und jetzt sind wir hier. Und die stillen Ruinen. Was sind das da denn für Leute? Aha. Ich denke, wir stören hier. Ist mir aber auch sowas von egal. Hallo! Den Tiger! Ah, Mist! Einer weniger! Au! Huch, ach, der ist schon tot. Na nü. So, dann nehmen wir den. Den hat's so zerrissen. Auch schön. Wie geht's der Gang? Der Gang geht's gut. Nachrichtenfragment. Besorge Nachrichten der Venatori. Okay. Ich hoffe, jeder hatte irgendwie so ein Fragment dabei. Nee, natürlich nicht. Mist! Dafür liegt aber jede Menge Todeswurzel hier rum. Vorreiterrüstung. Was ist das? Ach, Mosaikteil. Ja. Gucken, können wir hier irgendwas? Wenn die Venatori hier etwas gesucht haben, könnte es sich lohnen, es zu finden. Ja, deswegen machen wir ja hier. Wer bist du? Irgendein Typ. Sie kommen! Eine erhaltene Notiz. Eine erhaltene Notiz, die bei der Leiche eines Boten gefunden wurde. Balorin, euer Zweifel war berechtigt. Hilladius lässt sich nicht umstimmen. Falls dieser Brief verschickt wurde, ist er versiegelt. Sendet Hilfe. Okay. Okay, die stillen Ruinen, da kommen wir auf jeden Fall irgendwie rein. Aber ich will da noch nicht rein. Da haben wir noch so ein Fragment. Ich glaube, ich will erstmal hier diese Dinger hier machen. Oh. Hübsch hier in der Ecke. Moorhuhnfedern, aha. Handgeschriebene Notiz. Morwen, Alexius ist gescheitert. Dadurch wird die Arbeit hier umso wichtiger. Sichere die Anlage um jeden Preis. Der Älteste wird keinen weiteren Fehler deinerseits tolerieren. Service. Okay, also die kennen den Alexius. Ja gut, klar, es sind ja halt hier irgendwie Magier von Tevinter und so. Ich habe gedacht, hier, das hier wäre eine schöne große Truhe für große Sachen. Naja. Ein bisschen Gold und ein Stab. Also hier will ich erst irgendwie später mal rein. Falls wir überhaupt reinkommen. Wir versuchen erstmal, ob wir so reinkommen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es ja nicht probiert, weil hier sieht irgendwie so aus, als müsste man hier irgendwie was einsetzen. Ne, es geht. Verdammt. Hahaha.
Tori-Eiferer. Auf jeden Fall ist hier irgendwie... Hä? Die sehen aus wie hier irgendwie, als wären sie eingefroren. Hier ist ein Riss, der aber irgendwie hier nichts macht. Aber hier laufen definitiv ein paar Leute rum. Die stillen Ruinen. Ja, ja. Level 15 Mobs. Ja. Könnte spaßig werden. Ja, ja. Machen wir. Gerne und zuhauf. Na, jetzt steht mir Blackwall im Weg. Ich hoffe, der Rest kümmert sich da um den anderen Typ. Oder halt auch nicht. Beziehungsweise anscheinend haben sie sich darum gekümmert. Verfallene Chiffre, aktuelle Chiffre. Schön. Ja. Beschaffe die Requirierung. Venatori-Befehle. Ein kurzer Brief zusammen mit einer Karte der Westgrate, auf der mehrere Gebiete mit Kreisen markiert sind. Lucanus. Die Hinweise sind obskur, aber sie deuten auf eine einzelne Macht hin, die zur Hochzeit des Alten Reiches versiegelt wurde. Die Winter war schon vor der ersten Verderbnis in der Region aktiv. Es gibt keine detaillierten Aufzeichnungen über den Ort, aber einige vielversprechende Spuren. Punkt. Ihr werdet Männer und Vorräte erhalten. Auch schön. Kehrt nicht mit leeren Händen zurück. Mhm. So, können wir die hier hauen? Nö. Das geht leider nicht. Also, geht schon, aber wir hauen halt ins Leere. Robuste Verzaubererpanzerung. Sah definitiv irgendwie nach was dickerem aus, aber ich weiß halt nicht, Verzaubererpanzerung klingt irgendwie so ein bisschen halt nur nach für Magier oder sowas. Hauptsache ihr habt hier Spaß. Ja, hier finde ich jede Menge von den Fragmenten, die ich aber nicht mehr brauche. Können wir auf jeden Fall noch was plündern mit Speerpanzer. Hier kommen wir nicht durch. Also ich mache mir echt Sorgen, was auch immer hier die Zeit eingefroren hat. Was passiert, wenn das hier weiterläuft? Okay, hier ist nichts. Wunderbar. Ihr habt ja nichts dagegen. Sehen wir es mal positiv. Sie bewegen sich nicht. Ja, Beric, das ist... Sieht sehr, sehr offensichtlich aus. So, hier können wir untersuchen. Ich traue mich aber irgendwie nicht so ganz. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir da dran rumfummeln. Deswegen gucken wir erstmal, ob hier noch ein paar Venatori rumgeistern. Dann machen wir die zuerst mal weg. Beziehungsweise wir looten hier einfach mal alles, was hier nicht festgenagelt ist. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwie noch was Gigantisches kriegen und dann können wir uns hier durchschnetzeln. Sofern uns halt hier nicht die Decke... Und so. So, Varric, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Hier was drin? Nee. Irgendwelche Schränke, die nichts bringen? Halle der Stille. Okay.
Irgendwelcher Tant, den wir halt verkaufen. Rune des Geistes. Klingt toll. Und ein Banner. Dornenlangenbogen. Okay, Pläne finde ich auch gut. Wäre cool, wenn es hier irgendwie Rüstung, Schild und Schwert für mich irgendwas wäre. Aber ein Bogen geht auch. Alles ist erstarrt. Ich glaube nicht, dass das die Venatori waren. Die Zeit derart zu verlangsamen erfordert enorme Macht. Vielleicht waren sie deshalb hier. Zeitverändernde Magie. Hoffentlich wird das hier nicht genauso aufreibend wie Redcliffe. Oh ja, hoffentlich. Bloß nicht. Bloß nicht schon wieder irgendwelche Zeitreisen. Ich habe mich von der letzten noch nicht so erholt. So, hier kommen wir nicht durch. Nee. Okay, hier haben wir lauter nichts. Rick. Ist immer eigentlich gut, einen Schurken dabei zu haben, der hier irgendwelche Schlösser öffnen kann im Notfall. Oho. Moment, wo, was? Mosaikteil. Ja, deswegen, wenn hier die Zeit dann weiterläuft, weiß ich nicht, ob dann das Mosaikteil noch da ist. Kampfmagierstab. Na. Wir lesen erstmal nicht, dass da irgendwas Böses drin wohnt. Verantwortungsvolle Blutmagie. Gestattet mir, euch zu korrigieren, Schülerin. Obwohl es wahr ist, dass die Blutmagie in der Geschichte Tevinters stets eine Rolle spielte, gibt es doch auch, abgesehen von den Predigten der Kirche, gute Gründe dafür, warum diese Kunst heutzutage verpönt ist. Denkt nur an die alten Magister, die einst versuchten, das Nichts selbst zu kartografieren. Es mag ein hehres Ziel gewesen sein, aber es forderte einen hohen Preis. Als ihr Lyriumvorrat durch ihre Zauber aufgebraucht war, vergossen die Magister das Blut unzähliger Sklaven. Und was hat es ihnen gebracht? Die ewig veränderliche Natur des Nichts machte ihre Bemühungen zunichte. Und all der Tod bewirkte lediglich, dass die Magister schutzlos gegenüber Dämonen waren, die von ihnen Besitz ergriffen. Welch sinnloses Unterfangen. Manch einer preist noch immer Tirena vom Fels, die im Zeitalter des Stahls Blutmagie gegen die Kunari einsetzte. Es heißt, sie habe an der Küste von Manas Pell ihr eigenes Blut vergossen, als sich die Schlachtschiffe näherten, ihre Zauber gegen deren Besatzung gerichtet und das Blut in ihren Adern zum Kochen gebracht. Egal. Es war zweifelsohne eine grausige Demonstration ihrer Macht, aber war es auch sinnvoll, sie gegen die Kunari einzusetzen? Es hat sie nur umso entschlossener gemacht, als sie die Häfen von Karastes belagerten. Und was ist mit Magister Kalantus, jenem Narren, der dachte, er könne sich durch Blutmagie zum Erhabenen machen? 33 Sklaven ließen für sein Ritual ihr Leben und Kalantus wurde zu einer derart grässlichen Abscheulichkeit, dass sich seine Schüler bei seinem Anblick die Augen herausrissen. Ja. Schien ein hübscher Bursche geworden zu sein. Ihr habt das Beispiel der liebenden Crescens und Seraphinian angeführt. Herr Seraphinian gab sein eigenes Blut um um ihrer Zierenkrankheit zu heilen. Und ja, sie oder er führte daraufhin ein langes Leben, wenn jedoch selbst die edelmütigste Anwendung von Blutmagie den Tod eines guten Mannes erfordert, ist das dann nicht Grund genug, sie zu überdenken? Ja, keine Ahnung. Blutmagie klingt auf jeden Fall bescheiden. Phönixschuppe. Cool. Ferrit, Kernholz. Nehmen wir alles mit. Wieso kriegen wir denn jetzt eigentlich so viel? Katerhaube. Also, jetzt nicht viel in Sachen viel Loot, aber halt irgendwie so an Menge, die in den Kisten drin ist. Oder vertue ich mich da gerade ein bisschen? So, da ist nix.
waren doch sonst immer nur so irgendwie ein oder zwei. Da waren jetzt 10 drin. Gut, wir sind natürlich jetzt hier auch irgendwo ein bisschen weiter. Mal wieder in irgendwie so einer Extra-Instanz oder sowas. Ob es damit zusammenhängt, man weiß es nicht. Okay, ich denke mal, wir müssen da hier doch mal zwischenzeitlich untersuchen. Da tut sich nichts. Die Magie hier stört den Anker. Mhm. Ja, du sollst ja auch nicht... Da tut sich nichts. Okay. Die Magie hier stört den Anker. Ja. Wollt ja auch da jetzt nur so ranklicken. Hm. Die Magie stört den Anker. Halle der Stille. Kommen wir hier irgendwo hin? Da runter würde ich gerne. Geht das? Oh, hier ist noch eine Tür. Ups. In den Texten ist von einer Kammer die Rede. Das muss sie sein. Ach, da unten stehen wieder ein paar Freunde von uns. Hallo! Den Krieger! Komm und hol mich! Okay, der liegt der? Nee, der liegt noch nicht. So wechsle ich hier ständig das Target. Okay, der ist tot. Der ist auch hinüber. Wumms. Und dann holen wir uns hier den Dicken. Aha. Jagd auf die Tevinter-Reliquie, Quest abgeschlossen. Anscheinend hatte er die dabei. Oh, was überragende Rune der Reinigung. Hm. Er hatte diesen Stein nicht ohne Grund bei sich. Er hat ein ausgeprägtes Muster. Vielleicht ein Schlüsselstein. Sucht weiter. Vielleicht finden wir noch mehr. Fragmente. Chiffren, die wir schon haben. Der Herr ist der stillen Ruinen. 2 von 5. Ah ja. Da oben ist noch was. Nehmen wir alles mit. Ich hoffe nur, die ganzen Fragmente belegen jetzt nicht jeweils irgendwie Inventarplatz. Oh, wie komme ich denn da hin? Hup. Gut versteckt, aber nix drin. Oh, noch so ein Ich war in Kirkwall, im gehängten Mann, um genau zu sein. Dürfte mittlerweile 20 Jahre her sein. Das war eine ziemliche Spelunke, wenn ich mich recht erinnere. Es war die Spelunke für alles, was damals Rang und Namen hatte. Ja, ich habe gehört, ihr wart häufig dort. Häufig? Ja, ich habe dort gewohnt. Ja, eure Kneipengeschichten könnt ihr euch irgendwann mal erzählen, aber nicht jetzt. So, was? Jetzt habe ich das mitgenommen, aber kannst nicht lesen. Oh. Was ist hier? Aufladen? Da muss Solus ran. Forschungsnotizen. Ingekritzelte Notizen neben mehreren komplexen Diagrammen. Theoretisch müsste es möglich sein, Energie aus dem Nichts selbst zu gewinnen. Ohne die offensichtlichen Gefahren aufzulisten, sei darauf hingewiesen, dass man sie durch die Benutzung eines geeigneten Kanals umgehen kann. Sobald dieser Kanal stabil ist, müssen wir die Energie nach unserem Willen manipulieren können. Ihre Menge würde jede Vorstellung sprengen.
Am jetzigen Punkt bringt uns Theorie nicht weiter. Sollte meine Hypothese stimmen, wäre eine Errungenschaft gemacht, wie es in der Geschichte keine zweite gibt, und sie würde die Unsterblichkeit des Reichs garantieren. Solus, lad mal auf. Okay. Es darf wieder nach Runen gesucht werden. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon irgendwo dran vorbeigelaufen sind. Also mir ist jetzt noch nichts ins Auge gesprungen, von wegen Rune. Aber es müsste hier irgendwo eine sein. Aber die sieht man eigentlich auch schon ohne das Feuer. Okay, nimm mit. Der braucht's sehr wahrscheinlich nicht. Okay, und hier gibt's noch zwei Sachen zu lesen. Aber würde ich sagen, machen wir erst in der nächsten Folge. Also, bis dann.